Herzlich willkommen bei Prashant, dem indischen Schauspieler aus Göttingen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Prashant und meiner einer, euer Medienkanzler, AWR Movie, Video und Fernseh und was weiß ich Produktion, haben uns zusammengesetzt, haben in einer Tageskonferenz uns Gedanken gemacht, wie wir die gesamten Fans zu einer Sache zusammenschnüren können, damit Prashant ein bisschen mehr Sauerstoff hat. Ja, also wie gesagt, jetzt können da auch schon mal so Fauxpas einschleichen, weil seit 10 Uhr morgens, seid ihr alle herzlich willkommen, könnte mal sein, dass dabei, weil man da, könnte mal sein, dass zwei Buchstaben sich falsch packen. Aber wir sind ja hier in Deutschland, da haben wir ja die reichhaltigen Möchtgern, Dien, Duden, 5008, ne? Alles nach Dien, Duden, 5008, alles muss stimmen, alles muss nach Wilhelm Busch abgehen, der Lehrer erklärt euch das, ne? Ist klar, seit 4 Uhr bin ich wach und ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber man kann sich trotzdem in der heutigen hektischen Zeit, wo sehr hart gearbeitet wird, besonders Prashant arbeitet sehr hart, schon mal einen Fehler einschleichen. Und wenn sich dann ein Fehler einschleicht, meine lieben Freunde, dann muss man nicht direkt mit der Pompe kommen und drauf rumhauen. So, wie gesagt, das Urheberrecht, Artikel 13 ist zwar nicht nur der Artikel, sondern das Urheberrecht ist durch mit all seinen Artikeln, das ist richtig. Der umstrittene Artikel 13, wie gesagt, beinhaltet erstmal eine sogenannte Rechtsform, die erstmal in eine Rechtsform gegossen werden muss. Genauso wie die Urumstellerei, die erst vollzogen wird jetzt 2021 statt jetzt 2019. So, wie gesagt, ich muss dieses Statement einfach mal geben für den sogenannten Fanclub, der ins Leben gerufen wurde durch Prashant selbst, durch mich. Auch, weil wir da einige Sachen vorhaben, warum auch nicht. Man kann ja einen unterstützen, man kann ja sponsern, Zeit investieren, Spaß haben. Besonders, wenn man im Zeitfenster des sogenannten Zeitalters lebt und, wie gesagt, von morgens bis abends kommuniziert, um eine gewisse Sache auf den Weg zu bringen. Auf dem Weg werden jetzt erstmal alle Fans und Freunde begrüßt und total herzlich willkommen geheißen zu Prashant und seinem Fanclub. So, er hat nun mal weit über und nicht so viel Zeit, um diese weit über an Freunde, Fans, Einladungen und das alles zu koordinieren. So, da habe ich gesagt, gut, ich mache einfach spontan. Prashant hat sein Archiv geöffnet und hat geschaufelt. Sag ich, war nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Ich habe nach Prashants Anweisung die Sachen gesetzt. Und da kann es schon mal zu einem Fauxpas kommen, dass ein T und ein D sich vermischen, da wo die gar nicht hingehören. Aber da direkt den Lauten machen. Nein, das muss nicht sein. Aber die heutige Zeit ist ja so. Man macht ja schneller den Lauten oder man kommt ja da irgendwie, nicht wahr? Ist halt so, lassen wir mal. Also streiten wollen wir uns alle nicht. Wir wollen Fun haben. Wir wollen Spaß haben, besonders für ihn. Machen wir das? Man kennt sich lang genug, nicht nur aus den Zeiten von Stromberg, sondern überhaupt auch die anderen Sachen, auch die privaten Sachen, die hier nicht eruiert oder auf den Weg gebracht werden, sondern wir wissen Bescheid und wir machen das auch. Wir sind auch verbunden. Kann sein, dass schon längst wieder eine SMS hier gerade hinter meinem Rücken in das Phone getrieben wurde. Das werde ich aber erst privat abhören, weil ich heute reichlich viel zu tun hatte und immer noch habe. So, wie gesagt, Prashant, ihm wird geholfen mit diesem Fanclub, den wir da gegründet haben am Sonntag, am 31. Das ist also kein April-Scherz oder so. Wie gesagt, die ganzen Artikel, die da rauf und runter laufen, wie gesagt, das ist eine sogenannte Fan-Club-Seite für Prashant, von Prashant und nur für Prashant und nicht für Fremde. Wenn Fremde ihm huldigen wollen, vollkommen okay, sie dürfen. Sie dürfen auch weiterhin einladen oder andere Sachen auf den Weg bringen. Sie dürfen auch Texturen veröffentlichen, die
zum Wohle von Prashant reichen, dass er, wie gesagt, seine Huldigung widerfährt, dass er seine Huldigung bekommt. Dafür ist die Fanseite hier da. Ist ja keine Fanseite, ist ein Fanclub. Ja? In einem Fanclub wird sicherlich noch einiges geschehen, wird auch sicherlich einiges auch machbar sein, weil in dem Club ja, wie gesagt, eine Riesensache dahinter steckt, die da helfen wird. So sieht's aus. So, wenn Firmen helfen und Schauspieler und Produzenten, Producers und diverse andere Fotografen etc. pp. Da sind wir beim Kern der Sache. Natürlich ist Prashant abgelichtet worden von zig Fotografen, die ihn abgelichtet haben. Prashant hat auch viele selbstständige Selfies gemacht, die aus seinem Privatarchiv jetzt hier beim Fanclub auf der Seite bei Facebook integriert worden sind durch Prashant selber. Ja? Prashant selber hat und ich habe sie für ihn nur platziert, so wie er diese platziert haben wollte. Somit wurde das gemacht. Wie gesagt, wenn da zwischendurch mal ein Fauxpas passiert oder ein Satzzeichen fehlt, wir bestehen alle aus menschlichen Genen, wir sind keine Roboteuren. Ich meine, Google klappt da auch nicht. Versucht doch da mal eine Übersetzung zu machen. Ihr seht, dass es eine KI nicht gibt. Es gibt auch keine Software, die 100% irgendeine Satztextur so niederschreibt. Durch Sprechen, ja, ihr sprecht ein Mikrofon und dann kommt eine Satztextur, die sieht meistens anders aus. Also es gibt auf Deutsch noch keine KI. Es gibt auch das Ganze nicht und ihr mit eurem Urheberrecht 13-11 etc. und pp. 5, 6, 7, 1 bis unendlich, denn das neue Urheberrecht beinhaltet noch viel, viel mehr und hat auch damit gar nichts zu tun, wenn ihr ihm da sagt, hey, da gibt es einen Artikel 13, ja und, den gibt es, aber der hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist keine fremde Seite, es ist die Seite für Prashant von Prashant. Ist autorisiert, ist sogar offiziell von ihm, für ihn und wird jetzt betrieben und wie gesagt, da das trotzdem Fun sein soll, also soll trotzdem Spaß im Inhalt haben, soll also keine knallharte Arbeit sein durch Firmen, die das deckeln, das Ganze und finanzieren das Ganze, die Zeit dafür auch aufbringen und diverse andere da aufbringen. Wie gesagt, diesbezüglich ist diese Fun-Meile Fan von Prashant, die wir jetzt da hochgefahren haben, auch wie gesagt, die Videoclips sind alle von ihm, die wir jetzt hier zeigen, die hat er uns zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wir sind ein Team. Es gibt kein Du und Ich, wir sind wir. Wir sind Fanclub, Prashant und ich sind der Fanclub, wir machen das. Ja? Wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus. Nur habe ich halt die Zeit, das mir anzuschauen, zu schaufeln, so wie ich es gerne hätte. Wenn ich Bilder bekomme, die da zu platzieren, platziere ich die. Ich werde jetzt Klammer auf schreiben, Klammer zu schreiben, damit auch die Lehrer unter euch, die Tien, Duden, 5008 Fischisten, die halt nur das sehen, dass ein T nicht ein D wird und dass aus einem D nicht ein T wird, aus welchem Grund auch immer. Jo, wie gesagt, wir wollten also keine Rechtschreiborgie, wollten auch das Recht des Schreibens, das Recht der Bildsetzen, der Textur setzen, so übernehmen, wie die einem zur Verfügung gestellt worden ist. So, wie gesagt, deswegen habe ich mich gerade nochmal hier hingesetzt, deswegen habe ich gerade nochmal in die Kamera gesprochen, wegen den Prashant Fan-Blog bzw. Fan-Club, wo eine Menge geschehen wird. Auch Prashant und ich werden sicherlich einiges da machen, weil die Entfernung... Da wird eine Menge kommen. Die Wege natürlich von Göttingen statt Essen ist nicht mal eben so. Wir treffen uns jetzt auch nicht in Köln, weil jeder müsste irgendwas mitschleppen, weil wir, wie gesagt, für diesen Fanclub eine Menge machen möchten. Dieser Fanclub, wie gesagt, soll euch auch Spaß bringen, euch allen. Und auch viele sollen da mitmachen können, dürfen. Und diesbezüglich sollten wir alle an einem Strang ziehen und auch, wie gesagt, darauf achten, dass das Prashant ist. Das ist kein Fremder, der da was macht. Ein Fremder gibt es da nicht. Nee, es gibt gar keinen Fremden. Wir sind Kollegen,
und Freunde halt, die jetzt diesen Fanclub aufgebaut haben. Prashant und ich persönlich haben diesen aufgebaut durch fernmündliche Phone und gleichzeitig Computer und gleichzeitig, wie gesagt, hat Prashant seine Bilder freigegeben. Und wenn diesbezüglich jemand Prashant anspricht, dann wird er das euch auch sagen. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen tollen April, einen tollen Start in den April. Wie gesagt, Urheberrechte werden eingehalten, weil die Urheberrechte bei Prashant liegen. Und alles, was er bekommen hat, sind ja schon freigegebene Bilder, die schon überall zu sehen sind. Nur jetzt für Prashant komprimiert, überwacht, eingepflegt. Zusätzlich dann auch das nach seinen Wünschen gemacht, so wie er es gerne hätte. Ja, so ist das. Also ist das eine Seite von und für Prashant und nicht eine Seite von irgendeinem Dritten, auch wenn er den Dritten nicht mögt. Ihr müsst ihn nicht mögen, aber er mag euch und das ist ein kleiner Unterschied und deswegen hilft er natürlich Prashant jetzt von A bis Z. Und unterstützt Prashant auch in seinen Ideen. Und wie gesagt, wir haben korrespondiert, wir haben gesprochen. Ich habe ihm das auch alles erklärt, was die Urheberrechtsreform von Herrn Voss in Wirklichkeit ist. Das hat, wie gesagt, mit diesen urheberrechtlichen Sachen nichts zu tun. Das sind also keine gefundenen Sachen von irgendwoher, sondern alle schon mehrfach veröffentlichte Werke, mehrfach veröffentlicht, die jetzt aber komprimiert werden. Die anderen Sachen werden aber weiterhin laufen, die werden also nicht geschlossen. Somit wird das jetzt hier nur komprimiert und wie gesagt, die sind alle hier gesendet worden. Prashant und ich werden da einiges machen und auf den Weg bringen und meiner einer unterstützt Prashant von A bis Z. Ich werde auch nie sagen, du, das sind Bilder von mir, weil wenn ich Fotos von Prashant mache oder wenn ich Filme mit ihm mache, sind das seine. Ja? Die werden für ihn gemacht. Ich bin nur derjenige, der das in Szene setzen wird, der das aufzeichnen wird und das Ganze zur Verfügung stellen wird. Ob das ein Green Blue Room oder irgendwo eine Aufnahme, die werden alle irgendwo irgendwie wird da. Und wenn welche mitmachen, werden die auch sicherlich diesbezüglich etwas unterschreiben, dass das also weiterhin bei Prashant bleibt. Das ist eine sogenannte Prashant Produktion von und für Prashant und es ist eine Facebook-Fanseite von Prashant für Prashant und das müsst ihr, glaube ich, alle mal verstehen. Deswegen habe ich gerade diesen Videoclip gemacht und bin auch gerade, wie gesagt, angerufen. Das habe ich sicherlich wieder rausgeschnitten oder ich habe es drin gelassen, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune. Also alles, was ihr seht, Bilder, alles, was ihr seht, an Videoclips sind von Prashant freigegeben für Videoclips für diese Fanseite. Es kommt wie gesagt noch viel, viel mehr und es wird auch jedes Mal irgendwie diesbezüglich da was gesagt werden. Also noch einmal, die Fanseite ist von Prashant für Prashant und ich, euer Medienkanzler oder ABR Movie. Sondersender Ultra DBTV unterstützt Prashant mit Zeit, mit Energie und diverse andere Sachen noch, wird halt Prashant jetzt unterstützt für sein Projekt, für seinen Fanclub, diesbezüglich da Sachen euch freizugeben. Ihr, alle anderen, dürft natürlich jetzt die Sachen da nicht entnehmen, weil die sind für dritte Personen nicht freigegeben, sondern jetzt, wie gesagt, nur für uns beiden, Prashant und meiner einer, der damit arbeitet, was Prashant mir hier die ganze Zeit hat zugänglich gemacht. Ich habe die Bilder von ihm bekommen, ich habe auch mit ihm korrespondiert, ich habe auch, wie gesagt, ne, ist alles hier dokumentiert. Wir möchten natürlich Spaß haben. Wir begrüßen erstmal alle Vollprofis, Profis von Cobra 11 und von RTL Sat.1 und natürlich auch die ganz anderen. Nur die sind halt viel, viel besser unterwegs, besonders die Regie von Action und diverse andere Sachen, die
Aber wie gesagt, die mit ihm da zusammengearbeitet, fotografiert haben, ihn in Szene gesetzt haben, ihn zu einem Charlie Chaplin haben werden lassen oder ihn halt interviewt haben. Diesbezüglich ist das, wie gesagt, alles von ihm freigegeben worden. Alles für diese Fanseite ist das gemacht worden. Und wir freuen uns wirklich, wenn ihr Prashant unterstützt. Mich müsst ihr nicht unterstützen. Ich unterstütze Prashant von A bis Z. Prashant weiß das. Wie gesagt, ich habe wirklich sehr viele Stunden diesbezüglich und dadurch kann schon mal ein Fauxpas kommen durch Drop and Paste, durch Copy and Paste oder durch Löschen. Es löscht nicht richtig, weil Facebook mischt ja schließlich auch mit. Wenn du den Hammer schreibst oder Glückwunsch, wisst ihr genau, was dann passiert oder andere Sätze schreibt. Zum Beispiel, wenn ihr Prashant schreibt, habt ihr sofort ihn da, zack, das kann man gar nicht ändern, das wird einfach gesetzt. Man will eine Satztextur schreiben, schon wird diese Satztextur durch Facebook selber verändert, weil der Hotpoint irgendwie zu nah an irgendeinem Buchstaben. Ihr solltet das doch alles selber wissen. Ich meine, ihr kennt doch alles, ihr wisst doch alles. Also warum meckert ihr darum? Ich freue mich, wenn ihr Prashant unterstützt und Prashant freut sich, wenn das so ist. Wir möchten gern für Prashant eine Unterstützung. Wir möchten für Prashant eine tolle Sache da auf den Weg bringen. Dass das Arbeit ist, sollte jedem klar sein. Das ist Arbeit, es wird immer Arbeit sein, egal was wir machen. Diesbezüglich wird hier nichts in den Raum gestellt, es werden keine Honorare oder so. Es wird natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten bezahlt, auch die Zeit, die da drauf geht, ist selbstverständlich. Und wie die bezahlt wird oder nicht bezahlt wird, das geht nur Prashant und dem Medienkanzler etwas an. Also ich kann euch nur eins sagen. Es ist eine Grundidee von Prashant und diese Grundidee habe ich aufgenommen, habe gesagt, komm, ich mache sie dir, ich helfe dir, du hast halt nicht so viel Zeit, aber ich bin ja da, ich habe 24 Stunden, 7 Tage Zeit, da irgendwas zu machen. Man muss mir natürlich auch einen Zeitraum geben, wo ich nichts machen kann. So wie jetzt sind mir die Hände gebunden, weil aus ist. Jetzt sind mir die Hände gebunden, weil ich jetzt aufstehe und dieses Smartphone nicht aktiviere, sondern erst später. Ich weiß nicht, ob Prashant gleich wieder zurückruft oder diesbezüglich andere Sachen macht, aber es wird halt einiges gemacht. Wir haben extra E-Mails-Konten eingerichtet, wir haben extra diese Seite eingerichtet und wenn da mal ein Fauxpas passiert, tut es uns natürlich recht herzlich leid, weil wir sind Menschen, wir arbeiten viel und machen es trotzdem. Weil der Spaßfaktor, da ist ein Spaßfaktor hinter, der auch euch Spaß machen soll, mit ihm in der Fan-Club-Geschichte, ein Club sagt ja, man ist da drin, mit ihm und er wird euch auch begleiten, er wird auch euch sicherlich einladen und er wird auch mit euch irgendwelche Sachen machen. Aber lasst ihm doch ein bisschen Freiraum und lasst ihm ein bisschen Sauerstoff, dass er das auch so bringen kann, wie er es gerne möchte, ja? Und wir haben uns schon etwas dabei gedacht. Am 31.03.2019 hat Prashant und ich den ganzen Tag daran gearbeitet und wir arbeiten weiter daran.